Herzlich willkommen zu Der Herr der Ringe Online und dem Solo-Let's Play des Jägers. Und wie versprochen geht es dann jetzt hier also weiter mit dem Solo-Let's Play und dem Doda-Ker, der eben auch ein Jäger ist. Ich zeig gerade nochmal von vorne, wie der gut aussieht. Von vorne, so. Also, wie gewohnt eigentlich. Und das Schild fällt mir gerade noch auf, ziehe ich mal aus. Wo ist es denn, das Schild hier genau? Weil das würde mir ja Dutzendes an Erfahrung geben. Hier einmal legendäre Gegenstände und berittener Kampf-EP. Und Erfahrungsgewinn für Siege gegen Monster beim Handwerk und Abschluss von Aufgaben. Also einiges an EP dazu. Jetzt ist die Frage, ich würde es jetzt auf jeden Fall erstmal ausziehen. Ihr könnt natürlich gerne mal in den Kommentaren sagen, ob ich das vielleicht doch wieder anziehen soll. Das ist mir, ja, das ist nicht relativ gleich, aber die Entscheidung möchte ich irgendwie nicht gerne selber treffen. Stattdessen ziehen wir jetzt dann erstmal das hier wieder an. So. Und, haben wir denn irgendwas an Ohrringen oder so? Oder eine Halskette? Nichts, ne? Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall schon die Aufgabe angenommen. Vorwort, ein unerwünschter Gast. Und, hier haben wir noch Hobbit-Geschenke. Also allein an der Zahl seht ihr schon, das ist ein ganz anderer Account. Beziehungsweise, nee, anderer Account nicht, aber der gleiche Account. Aber auf Bele, anderer Server, da haben wir jetzt hier deutlich mehr Mithril-Münzen. So, Verjüngungstrank. Okay, stellt Kraft her. Und im Goldenen ist ein universeller Krafttrank drin. War nicht schlecht. So, packen wir die mal beide hier runter. Können uns was helfen, aktuell, ja. Warum hab ich den denn eigentlich noch dabei? Den tue ich auch mal da oben hin. Und warum habe ich das hier da drin? Hatte ich nicht hier auch irgendwas an Zierwerk? Ach, ich glaube, die Geräusche kenne ich noch gar nicht. So in der Art. Die Frage, nee, ich glaube, also, warum habe ich die denn noch einstecken? Die können wir mal zerstören, weil die gibt es auf jeden Fall in der Bank bei mir noch. So. Packen wir das hier mal alles da oben hin. Die packen wir auch mal da oben hin. Und ein Brief aus Schlucht. Die könnte ich tatsächlich sogar mal machen. Derzeit nicht möglich. Habe ich die schon angenommen? Naja. Da kommen wir ja auf jeden Fall auch noch hin. Man sollte nicht reden, wenn man die Hand davor hat. Das bringt nicht so viel. So. Ach, der hier gibt mir viel Schicksal. Schicksal brauche ich ja. Weinrot. Naja, gut, lassen wir den jetzt mal angezogen. Den Umhang tun wir erstmal da oben wieder hin. Was haben wir hier noch? Tränke, die tun wir mal hier unten hin. Ja. Der Rest dürfte alles schon entsprechend ausgetauscht sein. Ja, ist er auch. Gut. Das heißt, das gehe ich jetzt hier nur noch verkaufen, das Zeug. Mhm.
verkauft. Dann reparieren wir auch noch mal ein bisschen was. So. Äger in Bockland. Holen wir uns später mal. So. Ich gehe mal auf den Reiter, dann stört uns der öffentliche Weltchat nicht so. Und dann gehen wir mal zu Aragorn. Das hier mache ich mal auch an. Dann sind wir wenigstens etwas schneller. Auch im Haus. Ein flinker Hobbit. So, und da haben wir auch schon Streicher. Ich habe mich dafür entschieden, die Buchquests auf jeden Fall vorzulesen. Bei den anderen muss ich gucken, je nachdem, was so interessant klingt, lese ich das eventuell sogar auch vor. Ja, da wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wenn ich die Quest selber lesen möchte, dann lese ich sie auch vor. Wenn ich sie nicht lese, dann zeige ich sie kurz, dass ihr lesen könnt und im Zweifelsfall das Video anhalten könnt zum Lesen. Und dann wird es weitergehen. Ja, das ist denke ich, die sinnvollste Lösung. Soweit erstmal. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ihr bringt schlechte Nachrichten. Das hat er ja schon gesagt. Billwisse vom Gramberg im Auenland? Das hat es seit Generationen nicht mehr gegeben. Angmars Einfluss wird stärker. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Buch 1, Kapitel 1, das Dunkel lichtet sich. Der Anführer der Grimmans ist nach seiner Niederlage nach Breland geflüchtet und das sicher nicht ohne Grund. Bei all diesen Vorfällen hat sicher der Hauptmann der Neuen seine Hand im Spiel. Das gilt gleichermaßen für den Westen, das Auenland und auch für Breland. Wir müssen seine Pläne aufdecken und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Im Osten von Bre haben die Schwarzwolds ein Lager errichtet, das von meinen Männern sorgfältig beobachtet wird. Seit einiger Zeit liegt ein Schatten über dem Lager. Ich vermute, dass Amdi und sein Zwergenfürst dort Zuflucht gefunden haben. Dort müssen wir uns hinbegeben und Amdis erbärmliches Leben ein Ende machen, so er denn überhaupt noch als lebendes Wesen gelten darf. Wir warten bis Sonnenuntergang und führen dann einen Schlag gegen die Schwarzwolds. Sagt mir Bescheid, wenn ihr abmarschbereit seid. Okay. Ja, Seid ihr zum Aufbruch bereit? Dann haltet euch bereit, denn sobald die Sonne untergeht, marschieren wir zu dem Lager, in dem sich Amdi und der Zwergenfürst versteckt halten. Na, dann geht's auch schon los. Streicher und die Waldläufer verfolgen ihren gefallenen Bruder zum Lager der Schwarzwolds. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. So. Es ist Übles im Gange. Fühlt ihr die Kälte? Das ist keine normale kalte Luft. Das ist die Kälte der Angst, die Kälte des Bösen. Ich habe keinen Zweifel, dass Amdi hier ist. Doch da ist auch noch etwas Schlimmeres. Wir sollten uns trennen. Zum Wohl von Mittelerde dürfen wir niemanden entkommen lassen. Lenglin und ich suchen nach einem anderen Weg ins Lager, während ihr und Tortan nach Amdi sucht. Wir müssen uns beeilen, bevor das Böse von hier losbricht und ganz Breland bedroht. Es ist Zeit, dass wir handeln. Tortan, nehmt Dudakar mit euch zum Haupttor. Lenglin und ich werden nach einem anderen Eingang suchen und von dort aus den Angriff verstärken. Jawohl. Gut, Lenglin, lasst uns gehen. Hier hat er sogar eine Karte, die er gerade geschaut hat. Eine Karte von Mittelerde. So. Seid ihr bereit? Kommt mit mir. Es ist an der Zeit, mit Amdi und diesen Räubern aufzuräumen. Falls Amdi entkommt, könnte es das Ende von Mittelerde bedeuten. Auf geht's, wir müssen Amdi finden. Wartet, da kommt jemand. Wir sollten nachsehen, wer es ist. Ja, Schwarzwolz, ne? Dieser Zwerg muss verrückt geworden sein. Der hat sich ja super gut konzentriert hier. Ah!
Da ist doch gerade einer an mir vorbeigelaufen. Wer hat das denn gemacht? Erstmal wieder fokussieren hier. Sehr schön. Ja, das ging ja auch schnell. Also mit dem Jäger geht das echt flott hier alles. Da ist das überhaupt kein Problem. Mit wenigen Schuss ist er platt. Vorratskiste, die nehmen wir mal mit. Falls ihr euch ausruhen müsst, wäre jetzt der beste Zeitpunkt, um eure Nerven zu stählen. Ich nehme jetzt den hier aber auch noch mit. Oh, ehrenhaft bist du jetzt nicht gestorben, aber naja. Leise. Die Dunkelheit kommt näher. Dort, in der südlichen Ecke des Lagers, dort ist die Ursache für die Angst, der Schwarzwolf zu finden. Kommt. Lasst mich mal einen Blick auf dieses Tor werfen. Ist ja gar nicht mehr. Das war jetzt. Tada! Bitte lasst mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo Dudaka ist. Warum seid ihr so beunruhigt, Schwarzwold? Ah, ich hab sie am Ende doch noch gefunden. Ihr seid von euren Verpflichtungen entbunden, Schwarzwold. Und nun zu euch, Waldläufer. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Mein Diener hier wird sich um euch kümmern. Ja, die Ratten lasse ich jetzt mal außen vor. Ich kümmere mich stattdessen mal um diesen Grabunhold hier. So. Kommt, wir sind hier noch nicht fertig. Ich fürchte, dass dieser verderbte Zwerg hier noch nicht das letzte Übel war. Die größten Übel könnten hinter diesem Tor lauern. Ruht euch aus. Ruht euch jetzt aus. Wir werden später unsere ganze Kraft brauchen. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier hinten lang. Denn hier gibt es noch eine Statue, die man mitnehmen kann. Noch ein paar Räuber. So. Oh, da steht ja auch noch jemand. So. Dunedain-Statue. Eine von den Dunedain gefertigte schöne Statue in den uralten Ruinen überraschend gut erhalten. Ihr habt die Statue von Arannaf entdeckt, dem ersten Anführer der Dunedain. Tat verliehen. Uralte Inschrift, uraltes Hügelgrab, Wappen, Altar, Obelisk. Ja, gibt's hier so einiges.
So, hier hinten sind nämlich auch noch welche. Man sollte vielleicht auch erst fokussieren. So, haben wir die auch platt. Ist hier hinten noch irgendwie eine Kiste oder irgendwas? Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Tortan wieder. Bleibt einen Moment. Wer war dieser Zwerg und wieso kann er unholden Befehle erteilen? Es ist klar, dass die Schwarzwolds sich vor dieser Kreatur fürchten, aber ich fühle nach wie vor, dass sich noch etwas Größeres in diesen Ruinen befindet. Und wo ist Amdi vielleicht hinter diesem Tor da? Nur nicht die Nerven verlieren. Amdi ist jetzt ein Diener des großen Auges. Jetzt Amdi nimmt die Robe des Kargul des Abgeschworenen. Meine Herren, die Waldläufer kommen. Mit Feuer, die Narren kommen zu spät. Amdis Verwandlung ist so gut wie abgeschlossen. Kommt, Brüder, wir müssen gehen. Jetzt ist nicht die Zeit für einen solchen Kampf. Wir überlassen Amdi und diesen Narren eurer Obhut, Leogan. Kommt zu spät, ich bin der Kargul, ich diene dem großen Auge. Es tut mir leid, Amdi, ruht in Frieden. Huch. Was für ein schrecklicher Tag. Es ist sowohl ein finsterer als auch ein fröhlicher Tag. Es tut mir weh, dass wir gezwungen waren, Amdi zu töten, aber dennoch ist eine Last von meinen Schultern gefallen, da er nun seinen Frieden gefunden hat. Ich werde euch zu Streicher zurückführen und zu meinem Lager zurückkehren. Was für ein schrecklicher Tag. Sogar die Luft scheint von dieser nächtlichen Aktion verpestet zu sein. Wir sollten hier nicht länger verweilen. Die Nazgul haben den Isen überquert und ziehen nun in Richtung Auenland. Die Hobbits müssen schnell sein, wenn sie dem Zorn der Neuen entgehen wollen. Wir können nur hoffen, dass es Frodo gelingt, den Fallen des Feindes zu entrinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch unter dem Video. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen mit Tipps, Tricks und so weiter. Und gerne könnt ihr auch ein Abo beim Kanal hinterlassen, wenn es euch gefallen hat und ihr auch weiterhin über jedes Video informiert werden wollt. Außerdem könnt ihr mir gerne bei Facebook, Twitter und Google+ folgen und bleibt dort auch auf dem Laufenden. Und dann sehen wir uns morgen wieder oder in einem ganz anderen Video. Tschüss!